Road to Tilt. Also, wir haben das Studio ist quasi geteilt in mehrere Räume. Und zwar hier kommen wir rein in die Chill-Out-Area. Das ist hier so. Das ist, wo wir gesessen haben und Playstation gespielt haben und so weiter. Dann ist man hier rübergegangen in den Regieraum. Das ist hier. Da war vor allem Bertelsmann immer in diesem Raum. Der saß da immer. Meistens, wenn ich morgens ins Studio kam, saß er hier schon und hatte ein bis zwei neue geniale Themen vollbracht schon. Dann gibt es den Aufnahmeraum, der wiederum geteilt ist in zwei Unterräume. Einmal hier stand mein Gitarrenverstärker. Das waren meine Effekte unter diesem Tisch, sodass ich immer sehen konnte, welche Einstellung ich hatte. Ich fand es irgendwie trotzdem praktisch. Weil, obwohl hier ziemlich viel Platz ist in den Räumen, irgendwie habe ich das gerne doch Zeit beieinander alles. Dann ist hier ist die Gesangsbooth. Das ist hier die Gesangsbooth. So. Man sieht hier so richtig Spucke. Getrocknete Spuckefetzen. That's the good stuff. That's what dreams are made of. Hier. Das ist noch nicht gelernt. Genau. Dann haben wir hier einen extra Raum. Speziell für den Subwoofer. Das haben wir extra so vorher dem Lukas gesagt, dass er das hier so einbauen soll. Damit man den Raum, den kann man schalldicht isolieren, dass man den Subwoofer ein- und ausschalten kann. Das ist auch ein bisschen Technikkram, aber damit kennt sich nur Bertelsmann aus. Genau, und hier ist die Schlagzeugbooth. Das hat besonders ich sehr gerne benutzt. In der Stadt, in der alles geht. Also so zum Beispiel habe ich zahllose geile Grooves eingegroovt. Kennt ihr das Studio? Das ist ja alles hier mit Glasfront. Haben wir vorhin Lukas angerufen, dass wir gerne mit Glasfront arbeiten. So, wir mögen so unterirdische Studios nicht. Aber brauchen Sonne und Licht. Weißt du? Komm, das ist ein Floor. Weißt du? So. Und es ist besser für die Creativity. Creativity ist einfach always the key to success.